Mit dem Release von Victoria 3 stellen sich mal wieder hunderttausende Strategiespieler auf der Welt die Frage, sollte ich mir dieses Spiel kaufen? Diese Frage versuche ich euch nach in der Zwischenzeit fast 70 Stunden zu beantworten. Vorweg die Info, ich habe von Paradox Interactive ein Key zur Verfügung gestellt bekommen, das beeinflusst allerdings nicht meine Meinung zum Spiel und auch nicht dieses Video. Victoria 3 ist der lang erwartete Nachfolger von Victoria 2, welches schon im Jahr 2010 erschien und bis heute eine kleine, aber doch hartnäckige Fan-Community aufrechterhalten konnte. Mit Victoria 3 versucht Paradox nun, das damalige gut funktionierende Spielprinzip auszubauen, zu verbessern und neue Spieler ins Genre zu holen. Der erste Negativpunkt, den muss ich leider ansprechen, ist das Tutorial. Das ist leider nicht sehr ausreichend und Neulinge, die sich im Genre nicht auskennen oder generell mit Paradox-Titeln nichts am Hut haben, dürften hier durchaus ihre Probleme haben. Glücklicherweise gibt es viele YouTuber wie auch mich, die da mit einigen Videos Abhilfe schaffen. Ansonsten habt ihr im Großen und Ganzen vier große Spielziele, die ihr wählen könnt. Ihr könnt eine von den drei Hauptzielen wählen. Der wirtschaftliche Vorherrschaft, die Hegemonie und die egalitäre Gesellschaft, wo es darum geht, Aufgaben abzuschließen und dann ein großes Ziel zu erreichen und die Kampagne zu gewinnen. Oder ihr spielt das, was alle anderen auch spielen, nämlich die Sandbox. In der Sandbox könnt ihr euch eine von vielen Nationen auswählen, und zwar alle die farbig hinterlegt sind. Die Nationen, die grau hinterlegt sind, können die nicht spielen, da diese keine zentrale Regierung haben. In der Sandbox geht es auch nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, es geht eigentlich nur darum, dass ihr so spielt, wie ihr es wollt. Denn Paradox-Spiele sind vor allem für eines bekannt, Roleplay und das Ausleben persönlicher Fantasien. Ihr wollt mit Großbritannien das Reich weiter ausbauen und Kolonien in Südafrika, Südamerika oder Asien haben, dann macht das. Ihr wollt mit Preußen die größte Kolonialmacht aller Zeiten werden, dann tut das. Oder ihr wollt mit Bayern Deutschland vereinigen, na dann viel Glück. Eine Sache müsst ihr euch alle bewusst sein. Victoria 3 ist kein Kriegsspiel. Warum? Und das erkläre ich euch später noch. Aber grundsätzlich geht es im Spiel vor allem um eines. Ihr müsst eure Bevölkerung glücklich stellen. Dafür gibt es eine ganz einfache Methode. Lasst sie arbeiten. Lasst sie Geld verdienen. Und lasst sie nicht verhungern. Wobei es sind eigentlich drei Methoden. Aber naja, sie müssen erstmal arbeiten. Das heißt, es ist eine Methode. Alles dreht sich um diesen Wert, der Lebensstandard. Ist der Lebensstandard hoch, sind eure Menschen zufrieden. Ist der Lebensstandard niedrig, habt ihr Probleme mit Radikalen und Radikale sind relativ unangenehm, denn die sorgen dafür, dass ihr in den Staaten Aufruhr erhaltet, was dann wiederum zu geringeren Steuereinnahmen führt. Wenn es ganz scheiße läuft, kann es sogar passieren, dass sie euch die Bude abfackeln und sich unabhängig erklären. Wobei ihr da meistens den einfach wieder auf die Fresse haut. Doch wie schafft man es denn, dass die Bevölkerung zufrieden ist? Ich habe es schon gesagt, man muss Sachen bauen. Und das ist eigentlich eure Hauptaufgabe im Spiel. Ihr baut sowohl in der Stadt, da ist es die Industrie, auf dem Land, da ist es die Landwirtschaft, Minen, Färbemittel in den Kolonien und andere Gebäude. Dann habt ihr noch Kasernen, Marinebasen, Häfen und Eisenbahnen und ganz zum Schluss noch die Bausektoren. Mit eines der wichtigsten Gebäude, denn die Bausektoren legen fest, was ihr so zahlt, wenn ihr Sachen baut und wie viel ihr auf einmal bauen könnt. Ihr habt nämlich eine Maximalstufe, nämlich hier aktuell 431 Bau pro Woche. Eure Gebäude brauchen, hier in dem Fall zum Beispiel, 450 Bau für die Eisenbahn in Südkamerun. Der Bauanteil, den ihr habt, wird auf alle Gebäude, die ihr aktuell bauen hast, aufgeteilt oder beziehungsweise auf die ersten 20 bis 30, je nachdem, wie viel Bau ihr nutzen könnt. Und wird dann quasi dort fertiggestellt. Das Ganze ist allerdings relativ teuer. Wenn wir in das Geldübersichtsmenü gehen, sehen wir nämlich hier zum Beispiel neben unseren schönen Einnahmen auch, dass wir aktuell 368.000 für Bauwaren ausgeben. Da brauchen wir vor allem relativ viel für Stahl und Glas. In manchen Spielen könnten wir daran jetzt nichts ändern, in Victoria 3 ist es allerdings ganz anders. Wenn Stahl und Glas zu teuer sind, versuchen wir natürlich die Preise zu drücken. Und wie drücken wir die Preise? Ganz einfach. Wir bauen Stahlfabriken und Glasfabriken. Unsere Stahlwerke zum Beispiel produzieren aktuell auf Hochtouren. Aber hier in Südkamerun gibt es ein paar Probleme. Da ist nämlich das Eisen ein bisschen zu teuer. Das liegt daran, dass Südkamerun 200.000 Kilometer gefühlt entfernt von unserer Heimat ist und es hier kein Eisen aktuell abgebaut wird. Das Problem hier jetzt ist, dass wir auch gar keine Eisenminen bauen können. Und was sagt uns das jetzt? Ja, die Eisenminen hier, beziehungsweise die Stahlfabriken, sind komplett fehl am Platze.
Denn grundsätzlich wollt ihr die Sachen dort bauen, wo auch Ressourcen verfügbar sind. Das heißt, Stahlfabriken baut ihr da, wo es Eisenminen gibt und Papierfabriken da, wo Holz abgebaut wird. Aber neben dem Ausbau von Fabriken und der Verbesserung der Produktionsmethoden durch Forschung gibt es auch noch andere Methoden, wie ihr an die benötigten Ressourcen kommt, nämlich den Handel. Einer der weiteren Hauptaspekte in Victoria 3. Im Marktinterface sehen wir zum Beispiel aktuell, shit, wir haben überhaupt gar keine Kohle. Was machen wir jetzt? Wir versuchen natürlich irgendwie an Kohle zu kommen. Dafür öffnen wir das Handelsinterface und gucken einfach mal, ob hier jemand mit uns Kohle handeln möchte. Und da sehen wir schon, ja, die Osmanen, aber die haben nicht wirklich viel, es sind nur 15 Kohle, das lohnt sich für uns leider nicht. Das heißt, wir können jetzt versuchen, eventuell mal zu gucken, wo denn die Kohle alles hingeht. Und wir sehen, okay, wir handeln 20.000 Kohle mit Briten, Franzosen, Österreichern und Russen. Das ist scheiße. Was machen wir jetzt? Wir versuchen, unseren eigenen Markt zu stärken und erheben Zölle. Zölle sorgen dafür, dass Leute, die mit euch Kohle handeln, mehr für die Produkte bezahlen müssen. Was dafür sorgt, dass idealerweise die Nachfrage zurückgeht und mehr Kohle für euren eigenen Markt überbleibt. Wenn nicht, habt ihr immerhin mehr Einnahmen, um die Verluste durch die schlechtere Industrie ausgleichen zu können. Apropos Verluste. Wir schauen mal wieder in unser Geldinterface und sehen auch ein relativ interessantes neues System. Und zwar gibt es eine bestimmte Maximalmenge an Geld, die ihr besitzen könnt. In unserem Fall 51,9 Millionen. Wenn diese Menge erreicht ist, können wir kein weiteres Geld oder Gold anhäufen. Das heißt, wenn das jemals passieren sollte, müsstet ihr gucken, entweder die Steuern zu senken, die Ausgaben zu erhöhen oder aber ihr baut so viel, dass euch die Ohren schlackern. Und wo wir gerade bei Steuern sind. Niedrige Steuern ist natürlich ganz toll für die Bevölkerung. Wobei, ihr seht das schon, Grundsteuer, Kopfsteuer, Einkommensteuer, Verbrauchersteuersatz. Na, da gibt es aber auch noch ein paar wichtige Sachen, denn willkommen im Politikinterface. Hier sehen wir unsere Regierung. Aktuell haben wir den Kaiser, denn wir sind Deutschland oder das Deutsche Reich in dem Fall. Aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Wir möchten erstmal unsere Gesetze anschauen. Da gibt es drei große Pfeiler. Das Machtgefüge, was vor allem quasi eure Politik ist, die Wirtschaft, die ist selbsterklärend, und die Menschenrechte, also das, was eigentlich keiner haben will. Und für die Steuern ist es so, dass viele Nationen am Anfang nur mit Verbrauchssteuern oder Grundsteuern anfangen. Es gibt auch noch Proportionalsteuern oder Stufensteuern, da müsst ihr quasi gucken, was für euch das Beste ist. Und apropos gucken, das ist auch relativ einfach zu sehen, denn fast alle Gesetze und alle Entscheidungen sowie alle Gebäude und alle Änderungen, die ihr macht, zeigen euch im Groben und Ganzen, was für Änderungen das für eure Politik oder eure Einnahmen hätte. Die Kopfsteuern sind generell meistens das Effizienteste, was ihr in eurem Land haben könnt und auch das, was euch die meisten Einnahmen bringt. Wenn wir jetzt ein Gesetz ändern möchten, brauchen wir vor allem eines, nämlich Interessensgemeinschaften, die diese Gesetze auch haben möchten. Interessensgemeinschaften sind diese netten Herren hier. Da gibt es zum Beispiel Industrielle, Intellektuelle, Gewerkschafter, Landbewohner, Streitkräfte und Junker, die aktuell unsere Regierung bilden und noch ein paar andere, die jetzt aktuell nicht aufgeführt sind, weil sie zu schwach sind. Sogenannte randständige Interessensgruppen. Die haben weniger als 5% Unterstützung im Land und deswegen haben die nicht mal auch nur das Anrecht, überhaupt hier irgendwo aufzuploppen. Falls ihr aber zum Beispiel jetzt eine Interessensgruppe bräuchtet, um ein bestimmtes Gesetz zu erlassen, dafür müsstet ihr die quasi erstmal die Regierung reformieren, in eure Regierung holen, was aber dann auch teilweise wieder die Legitimität beeinflusst, denn wenn bestimmte Interessensgruppen nicht miteinander harmonieren, schädigt das eure Legitimität. Wäre zum Beispiel so, als wenn jetzt in Deutschland die SPD auf einmal eine Koalition mit der FDP und den Grünen machen würde. Oh, Moment. Aber wir sehen, die Gewerkschafter passen aktuell sogar besser zu unseren Streitkräften als die Interessensgemeinschaft der Junker. Deswegen machen wir jetzt mal Folgendes, wir stärken die ein bisschen. Das erhöht nämlich ihren Machteinfluss im Land. Die Junker, die mag ich jetzt gerade gar nicht mehr so, die würde ich gerne unterdrücken, aber geht nicht, weil diese aktuell nicht stark genug ist. Allerdings könnte man die Industriellen zum Beispiel unterdrücken, die mag ich aktuell eh nicht so. Wobei, eigentlich mag ich sie schon. Die Streitkräfte haben übrigens aktuell 15 Loyalität. Das ist hervorragend. Und warum? Es gibt nämlich sogenannte Eigenschaften. Jede Interessensgruppe hat Eigenschaften. Eine negative und zwei positive.
Die positiven Eigenschaften schaltet ihr bei einer Loyalitätsstufe von 5 und 10 frei, die negative bei einer Loyalität von minus 5. Es ist immer sehr empfehlenswert, dass die Interessensgruppen diese Boni auch wirklich haben. Zum Beispiel hier bei den Streitkräften, der patriotische Eifer bringt euch 30% Offensive und 30% Defensive, was ein enorm starker Bonus in Kriegen ist. Die Landbewohner hingegen bringen euch zum Beispiel bessere Holzindustrie, Landwirtschaft und Weidenproduktion sowie bessere Infrastruktur. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, aber wie kann ich denn dafür sorgen, dass sie zufrieden sind? Das ist ganz einfach. Ihr müsst die passenden Gesetze haben. Jede Interessensgruppe hat eben Gesetze, die sie möchten, die sie nicht möchten und die sie richtig scheiße finden. Und wenn ihr jetzt ein Gesetz erlasst, was eine starke Interessensgruppe richtig scheiße findet, dann kann es auch schon mal zu einer Revolution kommen. Und eine Revolution sorgt dafür, dass ihr in einen richtig fetten Bürgerkrieg abdriftet. Und Bürgerkriege sind so ziemlich das Beschissenste, was ihr haben könnt, denn die schwächen euer Land nachhaltig. Zum einen verliert ihr die Kerngebiete auf die Gebiete, die sich von euch abspalten. Das heißt, ihr müsst sie wieder im Laufe der Zeit inkooperieren, was euch natürlich wieder 2 bis 5 Jahre Steuereinnahmen kostet. Zum anderen verliert ihr einiges an Geld, da Krieg relativ teuer ist. Es sterben viele Menschen, was natürlich scheiße für die Wirtschaft ist. Und generell können andere Nationen davonziehen. Und wo wir gerade bei Krieg sind, hier sehen wir den Krieg. Ich habe hier mal einen gefunden. Wir sind hier aktuell im Krieg gegen ein paar andere Nationen, nämlich die Osmanen, die Italiener, die Hamburger, die Braunschweiger, die Österreicher. Wir haben aber Verbündete, yay, Russland, Frankreich und noch ein paar andere Staaten. Krieg funktioniert eigentlich relativ einfach. Es gibt im unteren Menü, habt ihr nämlich hier die Diplomatielinse. Da könnt ihr Diplomatiespiele beginnen. Alle Diplomatiespiele enden in einem Krieg, beziehungsweise können in einem Krieg enden, wenn die zwei Parteien sich nicht vorher einigen können. Meistens sieht das so aus, dass eine von beiden Seiten so stark ist, dass die andere Seite sich in die Hose pinkelt und freiwillig die Ziele aufgibt. Aber häufig kommt es auch zu Kriegen. Und was auch aufgefallen ist und was ihr auch hier seht, diese Kriege sind eigentlich immer relativ groß, weil eigentlich immer irgendwelche großen Nationen sich einmischen. Das war in Victoria 2 deutlich besser. Da konnten sich nicht 24/7 große Nationen in Kriege einmischen. Aber auf der anderen Seite ist es hier ein bisschen dynamischer und ist auch ein bisschen realistischer vielleicht sogar, weil es natürlich klar ist, dass jede Nation irgendwie Interesse an irgendwas hat. Und wo wir gerade von Interesse reden, da gibt es noch was. Man muss nämlich jetzt Interessen erklären. Interessen erklärt ihr einfach das Interessen erklären Menü und da gibt es eine bestimmte maximale Anzahl. Die bekommt ihr durch euren Rang. Bei uns zum Beispiel Großmachtgrade und durch Marinebasen. Großbritannien zum Beispiel hatte ich glaube sogar 30 bei Spielbeginn oder 20 um den Dreh. Auf alle Fälle viel zu viele Interessensphären, die sie erklären können. Dann Interessen zu erklären bedeutet auch automatisch, wenn es in diesem Gebiet zu Konflikten kommt, habt ihr die Möglichkeit zu interagieren, also auf einer Seite beizutreten. Solltet zum Beispiel Algerien einen Krieg gegen Frankreich führen wollen, werdet ihr gefragt, möchtet ihr beitreten? Und ihr könntet sagen, ja, natürlich oder nein, danke. An sich muss ich ehrlich sagen, ich finde dieses Politiksystem mit den Diplomatiespielen relativ gut. Da ihr in gewisser Weise auch immer Möglichkeiten habt, das Ganze zu lenken. Möchtet ihr zum Beispiel Krieg führen und versucht Österreich zu erobern, empfiehlt es sich natürlich, Frankreich und Russland als Freunde zu haben, da gute Beziehungen dafür sorgen, dass diese Länder euch gerne beitreten und Österreich eher weniger unterstützen. Möchtet ihr jetzt natürlich einen Krieg gegen Frankreich führen, empfiehlt es sich, Spanien, Großbritannien und Österreich als Freunde zu halten. Und so weiter und so fort. Das Ganze ist auch wieder relativ einfach und kann auch über die Diplomatielinse gemacht werden. Dieses Mal allerdings nicht über die Diplomatiespiele, sondern über die Diplomatenaktionen. Dafür brauchen wir Einfluss. Und Einfluss bekommen wir durch unseren Rang, aktuell 1000 durch Großmacht und auch relativ viel durch Rivalitäten. Jeweils 400 nämlich. Aktuell haben wir eine Rivalität mit Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika, was uns 800 weitere Einfluss gibt. Wenn wir jetzt Beziehungen verbessern wollen, klicken wir einfach auf Beziehungen verbessern und können dann hier zum Beispiel für 300 Einfluss mit Frankreich und Spanien die Beziehung verbessern. Natürlich ein bisschen weniger für Luxemburg und Belgien, weil das sind natürlich keine Großmächte. Sollte es dann zum Krieg kommen, gibt es ein paar Sachen zu beachten. Zum einen habt ihr Berufssoldaten. Das sind quasi die Jungs, die in den Kasernen stehen und jederzeit kämpfen. Und dann gibt es Wehrpflichtige.
Wehrpflichtige sind quasi die Jungs, die ihr aus den Fabriken rauszieht, damit sie für euch kämpfen. Die Jungs hier kosten immer Unterhalt und die Jungs kosten Unterhalt, wenn ihr sie aushebt. Allerdings kann natürlich kein Soldat kämpfen, ohne dass ihn ein General befehligt und deswegen gibt es Generäle. Aktuell haben wir hier vier im Dienst, zum Beispiel General Hans Ernst Karl von Zieten. Der nette Mann pusht aktuell unsere Front in Anhalt, Südtirol und das Ganze schauen wir uns jetzt doch einfach mal an. Wir sehen hier zum Beispiel, Bayern ist hier eigentlich die Hauptfront, ne? Ist ja auch quasi mit Hauptfrontführer, aber wir unterstützen die freundlicherweise mit unseren 75 Divisionen. Denn ihr tut eigentlich hier gar nichts mehr. Ihr befehlt nur noch euren Leuten, wohin sie gehen sollen. Das macht ihr hier unten mit Front voranbringen, Front verteidigen oder auf Bereitschaft. Bereitschaft heißt quasi, die würden sich zurückziehen. Das Ganze macht ihr bei Kriegsbeginn. Da müsst ihr die ersten mobilisieren. Das geht dann auch wieder über dieses Militärinterface. Da könnt ihr alle Generäle mobilisieren. Ihr könnt aber auch rein theoretisch einzelne Generäle rekrutieren und mobilisieren. Schlachten laufen so ab, dass ihr hier so einen kleinen blauen Balken seht, welcher sich füllt, je nachdem wie der Kampf verläuft. Wenn er voll ist, gibt es eine Folgeschlacht irgendwo im Umland, wo eine bestimmte Anzahl an Einheiten abhängig vom Terrain und von den beteiligten Nationen kämpfen. Wenn das Ganze für eine Seite erfolgreich ist, zum Beispiel jetzt für Österreich, würden wir ein Gebiet verlieren und das nächste Gebiet wäre quasi weiter hinten. Wenn wir allerdings erfolgreich pushen, würden wir natürlich hier irgendwo eine kleine Seitschlacht schlagen und, wir sehen das hier auch gerade, Schlacht um Linz aktuell, aber die verlieren wir leider. Und anhand dieser Ereignisse entscheidet sich quasi, wie der Krieg verläuft. Das Einzige, was wir quasi machen können, ist weitere Truppen ausheben, weitere Kasernen bauen, damit wir mehr Truppen haben oder halt unsere Generäle an andere Frontabschnitte verlegen. Aber meistens sieht das nur so aus, ihr schaut quasi mit an, wie der Krieg so verläuft. Und jetzt sehen wir hier unten auch wieder, es wird tapfer gekämpft. Wir sind hier die Norddeutschen und natürlich Österreich ist der Feind. Und wir sehen hier, wir verlieren die Schlacht leider wieder. Hier sehen wir auch die Toten, relativ hohe Verluste auf unserer Seite. Wir sehen auch, wer das alles befehligt, wer hier dabei ist. Berufssoldaten haben wir hier jede Menge. Wir haben auch ein paar Wehrpflichtige. Auf österreichischer Seite ziemlich das Gleiche. Wenn ihr hier oben rechts auf den Krieg selber klickt, seht ihr auch die Gesamtanzahl der Verluste, der Toten und auch die Kriegskosten. Da sehen wir zum Beispiel, wir haben bereits 1,41 Millionen Kriegskosten. Das beinhaltet alles Mögliche. Einberufenen Kosten, die Waren, die ihr braucht, um eure Truppen anzuführen. Und die könnt ihr natürlich auch wieder beeinflussen, indem ihr zum Beispiel Militärfabriken baut. Oder Militärfabriken, die Schiffe, Waffen und Kanonen produzieren. Mitten im Krieg haben wir dann die Kameras freigeschaltet. Das bedeutet, wir können jetzt in Full HD mit anschauen, wie sich die Soldaten gegenseitig die Rübe vom Kopf ballern. Apropos Forschung, willkommen im Technikmenü. Forschung ist einer der wichtigsten Aspekte im Spiel, aber er ist nicht zu groß und er ist auch nicht so, dass er uns jetzt erschlagen würde. Es gibt drei große Reiter: Produktion, Militär und Gesellschaft. Jeder dieser Bereiche fokussiert sich natürlich auf eine spezielle Sache. Während die Gesellschaft vor allem versucht, uns sozial und menschlich voranzubringen, ist militärisch genau das Gegenteil und versucht, uns vernichtend voranzubringen. Die Produktion, naja, muss ich weiter nicht zu sagen, ne? Wisst ihr selber. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, Pferdekopfpumpen zu erforschen, was automatische Bewässerung für viele Plantagen freischalten würde. Das machen wir jetzt doch gleich mal. Was übrigens auch eine Besonderheit ist in Victoria 3, wenn eine Kriegspartei vollständig besetzt ist, sinkt deren Kriegsbegeisterung fast täglich um einige Prozent und endet wie hier zum Beispiel in der Kapitulation. Solltet ihr jetzt Kriegsziele haben, wie zum Beispiel in unserem Fall die Eroberung von Hannover, wird dieses Kriegsziel automatisch durchgesetzt. Das heißt, Hannover wäre zum Beispiel eine Provinz ärmer. Die anderen Nationen, die im Krieg mit drinne stecken, würden allerdings noch weiter kämpfen müssen. Also es wäre quasi so, wie jetzt hier zum Beispiel, es ging dabei, dass wir Hannover eine Provinz rauben, das haben wir getan, Hannover wurde komplett besetzt und wir sehen jetzt hier noch, aktuell Österreich und Italien stecken trotzdem noch im Krieg mit uns fest, obwohl wir unser Kriegsziel bereits erreicht haben. Wir sehen auch hier, aktuell gibt es keinerlei Friedensvorschläge. Es gibt nur ein einziges Kriegsziel, das wäre, dass Russland einen Hafen in Österreich bekommt. Das Ganze ist allerdings nicht von Interesse für Österreich und Italien, die würden gerne weiterkämpfen. Einfach so zum Spaß. Nachdem wir jetzt dann auch Hannover erobert haben, müssen wir den Staat erstmal in kooperieren. Das Ganze kostet uns relativ viel Bürokratie. Und Bürokratie brauchen wir, um unser Land quasi am Laufen zu halten.
Wenn wir das nicht mehr schaffen, verlieren wir Steuereinnahmen. Und dagegen müssen wir natürlich was machen, indem wir einfach wieder Regierungsverwaltungsgebäude bauen. Die kosten natürlich auch wieder ein bisschen was. Zum einen Gehälter, zum anderen brauchen wir dafür Papier. Und wenn wir zu viel Regierungsverwaltungen haben, brauchen wir so viel Papier, dass es natürlich wieder sehr teuer wird und wir dann wieder die Preise über den Kopf schießen und Papierfabriken bauen müssen. Generell gibt es bei euren Staaten einige Sachen zu beachten. Nicht nur der Aufruhr, der natürlich jetzt hier relativ hoch ist, weil der Staat erst vor kurzem erobert wurde, auch Infrastruktur ist wichtig. Infrastruktur generiert sich durch Pops, also quasi durch Bevölkerung, allerdings auch durch andere Werte, wie zum Beispiel, dass wir eine Küste sind, wenn ein Fluss hier durchlaufen würde, oder durch Eisenbahnen. Infrastruktur wird genutzt von allen möglichen Sachen, die Waren transportieren müssen. Sollte die nicht genug Infrastruktur zur Verfügung haben, sorgt das für einen Verfall der Effizienz in dieser Provinz, was zu geringeren Steuereinnahmen und erhöhten Kosten führt. Genauso wie die Besteuerungskapazität. Aktuell werden 114 von 255 genutzt, das heißt, hier ist rein theoretisch noch alles in Ordnung. Wenn dieser Wert hier allerdings über diesem Wert hier liegen würde, dann würdet ihr jede Menge Steuereinnahmen verlieren. Um gegen die Infrastrukturprobleme etwas zu machen, müsstet ihr im Gebäudemenü einfach nur Eisenbahnen oder Häfen bauen. Jede dieser Stufen bringt euch wieder jede Menge Infrastruktur. Um etwas gegen die Probleme der Besteuerung zu machen, nämlich die Besteuerungskapazität, müsstet ihr einfach nur wieder Regierungsverwaltungen bauen, die euch im Umkehrschluss natürlich auch wieder Bürokratie bringen. Den einzigen wahren Punkt, den ich euch noch nicht erklärt habe hier, ist die Autorität. Autorität erhaltet ihr eigentlich nur als Grundwert und durch bestimmte Gesetze sowie eure Regierung. Da wir aktuell eine absolute Monarchie sind und Autokratie als Machtverteilung haben, bekommen wir 250 Autorität. Wenn wir jetzt allerdings eine andere Wahl hier machen, wie zum Beispiel die Klassenwahl, würden wir massiv Autorität verlieren. Aber diese Autorität, die brauchen wir eigentlich auch. Zum Beispiel eben, wie schon vorhin gezeigt, wenn wir Interessensgruppen beeinflussen möchten. Zum Beispiel die industriellen Stärken, die Streitkräfte können wir nicht unterdrücken, die sind in der Regierung. Zum Beispiel die Junker zu unterdrücken hier. Oder aber auch, was noch viel wichtiger ist, um zusätzliche Steuern zu erheben. Aktuell haben wir wieder 500 Autorität. Wenn ihr zum Beispiel Interessensgruppen stärkt oder schwächt, dann kostet euch das jeweils 200 Autorität, solange bis ihr es wieder einstellt. Aber ihr könnt eben auch Verbrauchsteuern erheben. Das Ganze macht ihr aber bitte nur auf Luxusgüter, wo eure Elite eh genug Geld hat, um das Ganze zu bezahlen. Solltet ihr nämlich auf den Gedanken kommen, Dienstleistungen zu besteuern, dann wird euch eure Bevölkerung relativ schnell den Kopf von der Seele reißen. Denn die finden es überhaupt nicht lustig, wenn die von ihren 5 Dollar Jahreseinnahmen dann noch 4 Dollar Steuern für Verbrauch, also quasi Dienstleistung zahlen müssen. Mache ich jetzt trotzdem mal zum Spaß, aber macht das bitte nicht. Und damit ihr nicht einfach nur wild durch die Gegend erobert, gibt es natürlich ein Verrufenheitssystem. Verrufenheit ist allerdings relativ harmlos im Gegensatz zur damaligen Infamie in Victoria 2. Wenn ihr nämlich unter 70 oder 80 bleibt, ist alles in Ordnung. Ihr habt einen Verrufenheits-Base-Verfall von 0,1 die Woche. Das heißt, ihr habt so quasi 5 bis 6 Verfall pro Jahr. Das heißt, ihr könnt eigentlich relativ oft und viele Kriege führen. Wenn ihr es allerdings mal doch übertreibt und dann mal auf 80 bis 100 kommt, dann könnte es passieren, dass die Welt euch versucht, die Fresse zu polieren und relativ schnell sich gegen euch verbündet. Apropos gegen euch verbündet und Welt. Kolonien zu gründen ist übrigens sehr einfach. Ihr braucht einen Hafen, ihr braucht ein Gesetz, nämlich das Gesetz der Kolonisierung. Das wäre das hier, koloniale Umsiedlung oder koloniale Ausbeutung. Solltet ihr kein Kolonialamt haben, könnt ihr zum Beispiel nicht kolonisieren. Und das alles, was ihr da machen müsst, ist im Diplomatiefenster auf regionale Aktion Kolonie gründen zu gehen. Dann klickt ihr hier hin, wo ihr eine Kolonie gründen wollt und dann wird automatisch eine Kolonie gegründet. Kolonien breiten sich im Laufe der Zeit dann automatisch aus, ohne dass ihr was machen müsst, bis sie an sogenannte zentrale Nationen stoßen, dann endet quasi der Fortschritt. Solange weiße Nationen in der Nachbarschaft sind, können sich eure Kolonien allerdings problemlos ausbreiten. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst auf alle Fälle ein Interesse in einer Region bekunden. Denn nur wenn ihr ein Interesse erklärt habt, könnt ihr in der Region auch kolonisieren. Wenn ihr das nicht gemacht habt, könnt ihr keine Kolonisten entsenden. Außerdem ist es übrigens in Kriegen so, dass ihr immer versuchen wollt, irgendwie die Hauptstadt zu erobern. Das Ganze ist zwar random, aber ihr könnt durch eine quasi Verlagerung der Front, indem ihr an eine bestimmte Front mehr Truppen schickt und versucht, den Feind dort zu überrennen, versuchen, zur Hauptstadt zu gelangen.
Solltet ihr nämlich die Hauptstadt erobern, dann sinkt die Kriegsbegeisterung des Feindes sehr schnell und endet in einer relativ fixen Kapitulation. Doch die Frage, die man sich jetzt stellt, für wen ist Victoria 3 ein eigentlich geeignetes Spiel? Solltet ihr gerne Truppen auf der Kampagnenkarte umherschieben und ein militärischer Feldmarschall alias Napoleon Bonaparte sein, ist das Spiel wahrscheinlich eher weniger von euch. Das Spiel basiert vor allem auf eins, nämlich auf einem wahren Kreislauf. Ihr handelt, ihr baut und ihr versucht euer Gebiet zu erweitern und passende Ressourcen für euren Markt zu finden. Die Musik dabei ist sehr stimmungsvoll, die Kampagnenkarte wunderschön, muss man ganz ehrlich sein. Sie schaut wirklich schön aus. Es ist die schönste Kampagnenkarte, die wir bislang aus einem Paradox Interactive Grand Strategy Titel kennen. Staub wirbelt auf, Züge fahren durch die Karte, es gibt leichte Sounds in Städten und die Städte schauen generell auch sehr schön aus. Flüsse schauen hübsch aus, das Meer auch. Also da ist es zumindest mal für Zufriedenheit gesorgt. Hier sehen wir auch gerade, wie die Züge hier schön Waren transportieren und wir uns so richtig schön heimisch fühlen. Doch irgendwie an allen anderen Ecken und Kanten vermisse ich ein bisschen so die Diversität und die Abwechslung. Religion zum Beispiel ist zwar da, aber ich hatte in meinen gesamten 70 Stunden nicht einmal das Gefühl, dass Religion auf irgendeine Art und Weise wichtig oder auch von Relevanz wäre. Auch was Kulturen angeht, ist es ja schön, dass es ein Kulturenfenster gibt, aber irgendwie fühlt sich keine Kultur irgendwie anders an. Alle sind gleich, nur haben einen anderen Namen. Einzige, was lustig ist, wir können zum Beispiel mit Luxemburg Preußen oder das Deutsche Großreich gründen. Naja gut. Auch wenn man es wirklich zugute heißen muss, dass man fast alles jederzeit komplett einsehen kann, so könnte ich zum Beispiel von jeder Klasse mir jede Kultur, jeder Religion, jeder einzelnen Provinz anschauen, wie es diesen neuen Arbeitern hier geht und warum diese neuen Arbeiter aktuell zufrieden oder unzufrieden sind und wofür die ihr Geld ausgeben, habe ich das Gefühl, dass diese ganzen Infos, die man auch vielleicht ein bisschen hätte gröber zusammenbrechen können, auf die Performance schlagen. Denn im Laufe des Spiels ist die Performance von Victoria 3 sehr gewöhnungsbedürftig und ich rede hier von jemandem, der einen High-End-PC hat, aber zum Teil nach 30, 40 Jahren starke Performance-Einbrüche zu erleiden hat. Außerdem, so wie jetzt gerade eben, stürzt das Spiel auch gerne hin und wieder nochmal ab. Die meiste Zeit werdet ihr im Gebäude oder im Marktmenü verbringen, werdet gucken, was ist bei euch im Überfluss vorhanden und deswegen zu billig und was braucht ihr dringend, weil das natürlich dann auch viel zu teuer ist. Was könnt ihr machen? Wie könnt ihr eure Produktion verbessern? Welche Waren benötigt ihr? Das ist Victoria 3. Strategische Planung, eure nächsten Kriegsziele, Suchen von Verbündeten, Verbessern von Beziehungen. Das ist auch Victoria 3. Große militärische Taktik, kulturelles Interesse, Religion. Das ist nicht Victoria 3. Habe ich schon gesagt, dass Marine eigentlich komplett langweilig ist? Das zeige ich euch jetzt hier nicht mal. Und auch politisch, ja, es ist schon alles irgendwie interessant, es ist auch irgendwie alles ganz cool, aber es ist jetzt nicht so, dass wir tausend verschiedene Möglichkeiten haben oder das Land auf irgendwelche Art und Weise durch Wahlen oder durch Radikale jetzt sofort irgendwie in einen Tumult gestürzt wird, mit dem wir jetzt klarkommen müssen. Ihr seid eigentlich jederzeit immer in der Lage, alles komplett genau zu kontrollieren und ihr seid eigentlich auch immer in der Lage, dafür zu sorgen, dass das, was ihr wollt, auch umgesetzt wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass Victoria 3 ein Spiel ist, wenn man so etwas mag, wenn man einen Handelsmarkt aufbauen will, wenn man eine große, starke Handelsnation führen möchte und trotzdem auch ein bisschen militärische Aspekte sucht, kann man sich das Spiel holen. Aber ich glaube, dass Victoria 3 noch viel Arbeit benötigt. Ich finde, dass Victoria 3 aktuell noch ein sehr oberflächliches Spiel ist, wo viele Mechaniken und vielleicht auch ein paar neue Systeme fehlen, die dem Spieler noch mehr Tiefgang geben. Mehr Abwechslung, Events, solche Sachen fehlen mir komplett. Es gibt kaum Events. Ihr könnt zwar Länder vereinen, ihr habt auch Events, wenn zum Beispiel Gesetze abgeschlossen werden sollen, aber so wie in Victoria 2, dass es dann immer wieder mal neue Sachen gibt oder irgend sowas wie Streiks oder sowas, das ist hier noch ein bisschen Mangelware. So gibt es immer das Event, dass einer schlitzend durch eure Länder reinläuft und ihr den unbedingt fangen müsst und es gibt immer wieder das Event, dass sich zwei Leute gegenseitig die Kugel von der Birne ballern wollen. Wird irgendwann langweilig. Aber das ist alles nichts, was wir nicht bereits kennen. Paradox-Titel sind natürlich bei Spielbeginn oder bei Release immer ein bisschen, naja, lockerer vom Inhalt. Trotz allem ist Victoria 3, wie ich finde, ein ganz gutes Spiel. Wobei ich nicht weiß, ob ich mir die Royal Edition für 80 Euro geholt hätte. Ich denke mal, die Version für 45 Euro bei irgendwelchen Keyshores oder halt Steam im Sale tut's auch.
Solltet ihr euch das Spiel auch schon geholt haben, könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich auch sehr gerne freuen, wenn ihr mir sagt, was ihr von dem Video hier gehalten habt. Ob es euch geholfen hat oder nicht, würde mich schon sehr interessieren. Und was man in Zukunft vielleicht hätte besser machen können. Natürlich ist es nicht einfach so möglich, einen Titel wie Victoria 3, auch wenn mir viele Inhalte fehlen, innerhalb eines kleinen 30-Minuten-Videos zu erklären. Aber würde ich hier die kompletten Inhalte euch zeigen wollen, müssten wir hier circa 2 Stunden sitzen und das wäre natürlich für eine Review ein bisschen too much. Trotz allem hoffe ich konnte euch helfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und falls ihr das Spiel euch wirklich holen solltet, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Victoria 3. Ich bin raus, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Achso, übrigens, ich habe viele Tutorials hochgeladen, so in Zukunft auch noch, ne, für Victoria 3. Falls du dir das Spiel holst, kannst du gerne vorbeischauen. Jetzt bin ich ja weg. Tschüss.